Winkern hat vor 10 Jahren das Krone-Hit-Gemeindeduell gewonnen. Wir haben am Ortsplatz in Winkern bei rund 30 Grad und herrlichen Sonnenschein einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Die Vereine, unsere Bürgerinnen und Bürger haben da mitgeholfen. Und wir haben neben den Bundständen, Weihnachtsmann, Schneeballschlacht mit den Kindern, die Leute waren im Winteroutfit, haben Anorak und Hauben angehabt und es war ein wunderschönes Fest und wir konnten das erste Duell von Krone Hit gewinnen mit diesem Weihnachtsmarkt. 23. September 2006 war es dann soweit. Wir durften unsere Siegesfeier machen. Unsere Partygäste waren Patrick Nuo, Luttenberger Klug, die ein Open-Air-Konzert am Sportplatz in Winkern gaben. Das war vor 10 Jahren. Jetzt haben wir das Jahr 2016 und wir wollen natürlich 10 Jahre feiern. Und es gibt ein großes Open Air am 2. und am 3. September bei uns am Generationenspielplatz. Ja, mit dabei sind am Freitag um 15 Uhr fangen wir mit dem Ferienspiele, mit dem Abschlussfest an. Dann geht es weiter um 19.30 Uhr mit Almost Unplugged und um 20.30 Uhr die Quetschwerk Family. Ja, und natürlich, es wird dann am Samstag noch um 15 Uhr ist dann der 4. Lise Proko-Poststraßen-Cup im Stockweitschießen auf der Stocksportanlage. Am 17.30 Uhr sind die Gemeindeehrungen. Am 19.30 Uhr ist dann wieder der Beginn des Open Airs mit Almost Unplugged. Und um 20.30 Uhr ist dann der Ernst Molden und der Nino von Wien bei uns am Generationenspielplatz. Und es gibt noch Karten. Ihr könnt es einfach eh nicht schauen auf www.winkland.gv.at und unter Veranstaltungen könnt ihr über Ö-Ticket die Karten bestellen und auch im Gemeindeamt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.